Soundtales Productions. Unterhaltung für die Ohren. Nass geschwitzt schreckte ich aus einem dunklen, abscheulichen Traum auf. Ich hatte keine Ahnung mehr, was gestern Abend passiert war. Aber immerhin war ich wieder in mein kleines, abgewracktes Hotelzimmer im District 11 zurückgekehrt. Hatte mich sorgfältig aus meinen Sachen geschält, sie über den Stuhl gehangen und mich unter die Bettdecke verzogen. Mein Kopf schmerzte. Mühsam richtete ich mich auf, setzte mich auf die Bettkante und strich mir durchs Gesicht. Ein Blick auf den kleinen, hoteleigenen Wecker verriet mir, dass es 11:30 Uhr morgens am 7. Juli 2120 war. Hochsommer. Es war verflucht heiß in dem gottverdammten kleinen Raum und die Klimaanlage über der Tür stand still. Hatte ich sie nicht eingeschaltet? Ich erhob mich vom Bett und schritt hinüber zu der kleinen elektronischen Steuerung unter dem Lichtschalter. Das Display leuchtete bei meiner Berührung kurz auf und zeigte On Stufe 4 an. Oh fuck! Jetzt mach schon! Das Ding war wohl kaputt. Großartig. Ich war mir sicher, dass sie gestern, als ich hier eincheckte, noch lief. Mir wurde schwindelig. Ich ging kurz in die Hocke und versuchte ein paar Mal durchzuatmen. Mir wurde schlecht. Mr. Mills, sind Sie da? Steve Mills? Was ist denn? Öffnen Sie die Tür. Klar, tolle Idee, in so einer Gegend jeden dahergelaufenen Idioten hineinzubitten. Police Officer Lester Gray hier, District 11. Klasse. Und nun öffnen Sie die Tür, oder ich sehe mich gezwungen, Sie gewaltsam zu... Ist ja gut. Ich öffnete die Tür einen kleinen Spalt und blickte hinaus in das grelle Flurlicht. Sie sind Stephen Mills? Ja, verdammt, was ist denn? Wir führen hier im Hotel eine Untersuchung durch, Mr. Mills. Und gestern Abend gab es unten in der Lobby, wie soll ich sagen, einen Vorfall. Er blickte mir tief in die Augen. Haben Sie davon etwas mitbekommen? Was für ein Vorfall denn? Hat sich vielleicht jemand über den beschissenen Service beklagt? Nun, über den Auslöser können wir nichts sagen. Und Sie haben nichts gehört? Zur Hölle, nein! Was war denn? Ein Mann ist unten in der Lobby amok gelaufen. Aha. Er zog eine Waffe unter seinem Hemd hervor und... Der Officer stockte mitten in seiner Beschreibung, kratzte sich nervös an der Nase, schloss kurz die Augen und fuhr dann fort. Naja, und der Kerl hat ein ziemliches Blutbad angerichtet und nun fragen wir alle Hotelgäste, ob sie etwas gehört oder gesehen haben. Ich verstand einfach nicht, wieso er so fertig mit den Nerven war. Hier im District 11 war das sicherlich nicht das erste Mal, dass so etwas passierte. Und, habt ihr den Kerl geschnappt? Das ist ja Teil des Problems. Er ist abgehauen. Ihr habt euren Job wirklich drauf. Nun, er hat zwei Menschen erschossen. Den Chef des Hauses und diesen Empfangsjungen. Sonst gibt es nur drei weitere Gäste und eine Bedienstete. Und wir wissen nicht, wohin der Killer verschwunden ist. Bislang gibt es nur einen Zeugen, der den Kerl wirklich gesehen hat. Er hätte sich in einer großen Plasmapalme versteckt. Ist aber im Moment nicht wirklich fähig, eine klare Aussage zu treffen. Ein Irrer, ja? Unter den gegebenen Umständen ist es durchaus natürlich, dass... Ja, ja, wie auch immer. Sorgen Sie dafür, dass man sich hier als Gast wieder sicher fühlen kann. So eine verfluchte Scheiße. Sie haben also nichts gesehen. Nein, ich habe geschlafen.
Sie haben wohl gestern einen gehoben, wie? Er grinste etwas, was der Kerl doch für eine erstaunliche Frechheit besaß. Es geht Sie in Scheißdreck an! Verdammtes, korruptes Dreckspack. Wie konnte es sein, dass jemand zwei Menschen erschoss und die Typen nicht den blassesten Schimmer hatten, wo er abgeblieben war? Verärgert ging ich ins Bad, um zu pinkeln. Schweiß tropfte mir von der Stirn und ich roch wie nach ein paar Stunden Dauerlauf. Zeit für eine Dusche, dachte ich. Zog meine Boxershorts aus und stieg in die enge, mit Schimmel übersäte Duschkabine. Der Duschkopf war allerdings ein sehr altes Modell. Keine Hochfrequenzkörperreinigungsdüse, wie sie mittlerweile eigentlich schon Standard war. Egal. Hauptsache, das verkalkte Ding spuckte etwas Wasser. Es war, als ob durch das kalte Wasser meine Nervenenden alle im gleichen Moment zu explodieren drohten. Hallo? Wer ist da? Scheiße. Da war irgendwas. Eine Stimme. Ganz leise, aber ich hörte sie. Stille. Dieses schäbige Hotel. Erst dieser gottverdammte Albtraum und dann... Albtraum. Ich hatte geträumt, den Jungen am Empfang zu verprügeln, weil er mir $5 zu viel abverlangt hatte. Oder so etwas. Aber das war nur ein Traum. Außerdem musste er nach der Beschreibung des Officers erschossen unten in der Lobby liegen. Er hatte kein Wort von einer Prügelei verloren. Sicherlich wäre dem Jungen eine ordentliche Tracht Prügel lieber gewesen. Aber... Steven! Jetzt sieh endlich zu, dass du von hier verschwindest! Da war es wieder. Diese Stimme. Und nun war sie deutlicher zu hören als vorhin. Ich drehte die Dusche ab, kletterte heraus und griff nach dem Handtuch. Officer Gray? Es war nichts mehr zu hören. Ich trocknete mich ab und wickelte mir das Handtuch um die Hüfte. Glaubst du, du hast ewig Zeit? Du reitest uns beide noch in die Scheiße. Wer spricht da? Ah, nicht schon wieder die Tour, ja? Ich weiß nicht, ob sie... Ich blickte mich in dem kleinen Bad um. Da war niemand. Und im Zimmer konnte auch keiner sein. Oder doch? Panisch machte ich zwei große Schritte, um zurück in das Hotelzimmer zu gelangen. Ich kam aber nicht sonderlich weit, weil ich auf dem nassen Boden wegrutschte und mir den Kopf am Waschbecken aufschlug. Um mich herum wurde es schwarz. Langsam schälten sich Konturen aus der scheinbar endlosen Dunkelheit hervor. Hinter mir fuhren ein paar Autos über eine vielbefahrene Straße. Menschen gingen an mir vorbei und rempelten mich an. Doch alles verlief eine Spur zu langsam. Nur meine Bewegungen nicht. Es war, als würde sich die Welt um mich herum in Zeitlupe bewegen. Ich stand noch einen Augenblick lang verwirrt da. Dann blickte ich mich um. Ich stand vor dem Hotel, in das ich gestern eingecheckt hatte und in dessen Innern ich gerade auf einem nassen Badezimmerboden lag. Oder? Ich schluckte und ging hinüber zur Eingangstür des Hotels. Ich griff nach der Türklinke, von der die alte Farbe schon abröckelte. Doch dann hielt ich inne. In der Scheibe der Tür spiegelte sich mein Gesicht. Doch das war ich nicht. Mein Spiegelbild, das war ein völlig Fremder. Ich blickte an mir hinab. Graue Turnschuhe, blaue Jeans, schwarzes Shirt. Das waren eindeutig meine Sachen. Kleine Narben an den Unterarmen. Laserwunden. Die waren aus meiner Militärzeit. Fronteinsatz. Kämpfen für das Vaterland. Kämpfen und töten. Ja, das war ich. Aber ich blickte wieder in die Scheibe der Tür. Alles war wieder normal. Ich blickte mit offenstehendem Mund in mein Gesicht. Das musste gerade wohl nur so etwas wie eine Sinnestäuschung gewesen sein. Genau wie die Autos und Menschen, die sich irgendwie zu langsam bewegten. Aber wo waren sie alle hin? Ich stand ganz alleine auf dem Bürgersteig vor dem Hotel. Keine Autos, keine Menschen. Nervös strich ich mir über den Mund. Auf der Straße war es mir nicht geheuer. Also öffnete ich die Tür
und betrat die Lobby des Hotels. Drinnen blieb ich stehen und ließ die Tür laut ins Schloss fallen. In der Lobby waren zwei Menschen. Ein Junge hinter dem Empfang und ein alter Mann, der ein paar Broschüren durchblätterte. Ich ging auf den Empfang zu. Das heißt, mein Körper tat es. Ich hatte die Kontrolle verloren, war nur noch ein Beobachter. Es lief wie ein Film vor mir ab. Ich muss deinen Boss sprechen, Kleiner. Das war auch nicht meine Stimme. Deinen Boss! Verstehst du, was ich sage? Der Junge nickte kurz. Dann hol ihn endlich her, oder muss ich dir erst ein bisschen Anstand einbläuen? Er bewegte sich kein Stück, presste die Lippen zusammen und starrte mich ängstlich an. Ich spürte unendlichen Zorn in mir aufsteigen. Fuck, wenn ich sage, ich will deinen Boss sprechen, dann solltest du zusehen, dass du ihn herholst, Kleiner. Ich griff nach einer kleinen Marmorstatue, die auf dem Tresen stand, und ließ sie auf den Schädel des Jungen krachen. Er sackte in sich zusammen und schlug hart auf den Boden auf. Der alte Mann, der eben noch in den Prospekten geblättert hatte, sah panisch zu mir hinüber und verschwand, nachdem ich ihm drohte, dass er der Nächste sei, wenn er sich nicht sofort verziehen würde. Währenddessen hatte sich der Junge hinter dem Empfang aufgerichtet. Er blutete aus einer Platzwunde am Kopf, hob den Telefonhörer und wählte eine Nummer. Wen rufst du an? Polizei? Kopfschütteln. Deinen Boss? Er nickte. Gut. Mit ein paar kurzen Worten bestellte der Junge seinen Boss, Mr. Finnegan, zum Empfang, wo er auch schon ein paar Minuten später auftauchte. Er war Ende 50, hatte eine Glatze und trug einen feinen, schwarzen Anzug. Dieser konnte jedoch nicht seinen offensichtlichen Wohlstandsbauch verbergen. Der Kerl war fett und abstoßend. Mit einem weißen Tuch wischte er sich den Schweiß von der hohen Stirn. Was ist denn, Stan? Ich hatte doch gesagt, ich will nicht gestört werden. Ich warne dich, wenn es jetzt wieder um so einen Bescheid... Keine Sorge, Mr. Finnegan, es ist wirklich wichtig. Wer sind Sie? Das ist nicht von Bedeutung. Was wollen Sie hier? Haben Sie mich rufen lassen? Und Stan, was hast du am Kopf? Bist du gefallen? Ich kramte etwas unter meinem Shirt hervor, zog es aus dem Hosenbund. Es war eine Waffe. Ich hielt sie versteckt hinter dem Rücken. Können wir irgendwo ungestört reden? Wer? Wir? Er musterte mich von oben bis unten. Sicherlich nicht. Es ist aber wichtig. Ist er ein Gast in unserem Hause, Stan? Er nickte. Wenn Sie sich beschweren wollen, wenden Sie sich bitte... Die Waffe blitzschnell hinter dem Rücken hervor und erledigte den dicken Kerl mit einem gezielten Schuss. Tut mir leid, Kleiner. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Ich steckte die Pistole zurück in meinen Hosenbund, ließ das Hemd über sie gleiten und machte mich daran, das Hotel wieder zu verlassen. Als ich die Türe nach draußen öffnen wollte, blickte ich wieder in das Gesicht eines Fremden. Der Kerl trug meine Sachen. Er sah fast aus wie ich, aber... Das war ich nicht. Ach, wir haben die erste Regel. Ich lag nackt in dem kleinen Badezimmer. Das war nur ein Traum. Nur ein Traum. Ich rappelte mich auf, ging nach nebenan in mein Zimmer, zog meine Sachen vom Stuhl und zog mich an. Mein Kopf schmerzte noch schlimmer als zuvor und ich hatte von dem Sturz eine ansehnliche Beule davongetragen. Jetzt mach, dass wir hier wegkommen. Wir haben schon viel zu lange in dieser schäbigen Absteige gehaust. Hier stinkt es doch wie in einer verschissenen Crackbude. Was? Wie was? Zieh dich an! Ich taumelte. Dieses Hotel machte mich verrückt. Ich griff mir meine Sachen vom Nachttisch und verließ das Zimmer. Ich rannte fast zum Treppenhaus. Wo willst du hin? Weg hier. Weißt du, wo der Hinterausgang ist? Was? Nein. Wieder nicht vorbereitet. So kann ich nicht arbeiten, Steven. Ich erledige meine Sachen. Ich mache sie gut, schnell und leise. Aber wenn du nicht mal die kleinsten... Halt's Maul! Sind's in der Lobby. Ach, dann verhalte dich ganz ruhig. Wink dem lieben Officer schön zu, ja? Ich betrat die Lobby des Hotels, wo sich vier Polizisten aufhielten. Darunter auch Officer Gray. Mr. Mills, ist Ihnen doch noch etwas eingefallen? Fick dich! Na, sei still! Bitte? Nichts. Ich hab nur das... Haben Sie einen Kater oder was? Ja, das...
Wird's wohl sein. Ich werde jetzt erstmal schauen, ob ich irgendwo noch einen Kaffee kriege. Der hier im Hotel ist ja nicht der beste und außerdem weiß ich nicht, ob sie nach der Tragödie hier überhaupt noch welchen für Gäste haben. Oh, sehr gut. Du solltest ins Filmgeschäft einsteigen, Steven. Naja, okay, dann frühstücken Sie jetzt erstmal und hier ist meine Karte, falls Ihnen doch noch etwas einfällt. Okay, falls mir noch was in den Sinn kommt, melde ich mich. Gut, danke. Ach, doch nicht dafür, Schwuchtel. Ja. Ich steckte die Karte des Officers in die Hosentasche und ging los. Nur raus hier. Oh nein. Was? Da, der alte Spinner, der uns gestern gesehen hat. Das war doch nur ein... Ein Traum? Natürlich, für dich, weil ich die Kontrolle übernommen habe. Jetzt verschwinde von hier, bevor uns die verletzte Regel Nummer 1 noch in die Scheiße reitet. Was? Regel Nummer 1? Keine Zeugen. Zeugen sind immer sehr ärgerlich. Versteht sich doch von selbst, oder? Er sollte Recht behalten. Zeugen machen nur Ärger. Der alte Mann hatte mich gesehen, stammelte irgendetwas und gestikulierte wild in meine Richtung. Hey, haltet ihn auf! Er ist der Killer! Fuck! Jetzt lauf! Ich nahm die Beine in die Hand und sprintete los. Auf den Straßen tummelten sich hunderte Menschen. Der alltägliche urbane Wahnsinn eben. In der Masse der vielen Menschen ging ich unter. Ich wurde Teil von ihnen, wurde Teil der Stadt. Versteckte mich in ihren Schatten und dunklen Ecken, nur auf den nächsten Schlag lauernd. Es sprachen und spielten Lesung und Steven Mills, Sebastian Becker. Steven Mills zweite Persönlichkeit, Martin Sabel. Officer Gray, Mark Fese. Mr. Finnegan, Mario Giesler. Intro und Credits, Sirius Kestel. Idee, Script.